Hallo und herzlich willkommen, euer Kingschiff hier. Ich möchte mit euch zusammen heute in die Mission Gunsmith Part 9 schauen. Welche Waffe wir benötigen, welche Waffenteile und wo wir diese herbekommen. Los geht's! Hier sehen wir wieder die fertige Waffe, die AKS-74N, mit den dazu benötigten Teilen, wie ich sie zusammengemodelt habe, um sie erfolgreich bei Mechanik abgeben zu können. Aber wir schauen jetzt natürlich nochmal ganz in Ruhe, wo kaufen wir die Waffe und die benötigten Teile. Als allererstes benötigen wir erst einmal die Waffe. Eine AKS-74N soll es für ganz Part 9 werden. Diese können wir bei Prapor Stufe 2 kaufen. Ihr seht sie hier. Prapor Stufe 2 AKS-74N für 38.000 Rubel. Dort habe ich sie gekauft. Vielleicht findet ihr auf dem Flohmarkt auch eine, die günstiger ist und doch trotzdem noch die benötigte Haltbarkeit hat. Ich habe diesen Weg gewählt. Das ist vollkommen okay. Damit bin ich auf der sicheren Seite und dann ist das gut. Und jetzt schauen wir mal. Wir müssen jetzt einmal einen Großeinkauf bei Skia machen. Und zwar sind grundlegend alle Teile bei Skia erhältlich oder auch natürlich auf dem Flohmarkt. Ihr könnt immer noch auf dem Flohmarkt schauen, ob ihr die Teile da günstiger herbekommt. Wir fangen einmal mit dem Zenith-Stock an. Und zwar müssen wir dafür bei Skia Stufe 3 für 22.000, knapp 23.000 Rubel den PT3-Stock kaufen, können dann den Adapter, den wir benötigen, das PT-Lock auf Skia Stufe 2 erwärmen. Ihr müsst aber schauen, es sind zwei relativ optisch gleich aussehende nah beieinander. Ihr müsst den AKS-74 PT-Lock auswählen, nicht den normalen AK-74 MPT-Lock, nicht dass ihr euch da aussehen verkauft. Dann benötigen wir das Dust-Cover. Das Dust-Cover gibt es bei Skia Stufe 3, das B33 Dust-Cover. Das könnt ihr hier erwerben. Den B10M Handguard, den wir als nächstes noch benötigen, gibt es auch bei Skia Stufe 3 für knapp 15.000 Rubel zu kaufen. Und dann müssen wir nochmal auf Skia Stufe 2 gehen, denn da befindet sich die Mündungsbremse, die wir haben, und zwar der AK-Zenith-DTK Muzzle Brake Kompensator. Nun ist es leider so, dass uns noch der Pistol Grip fehlt, dieser hier. Diesen gibt es grundlegend auch bei Skia zu kaufen, allerdings musste ich ihn mir, obwohl ich Skia Stufe 4 habe, auch auf dem Flohmarkt kaufen. Dadurch, dass ich ihn noch nicht freigeschalten habe, blieb mir da grundlegend erst nichts anderes übrig, als 30.000 Rubel in die Hand zu nehmen und diesen zu kaufen. Tauschangebote sind aktuell auch nicht zu finden auf dem Flohmarkt, nicht schlimm. Wir setzen die Waffe mal zusammen. Ihr habt die Möglichkeit, einmal mit Rechtsklick Disable zu wählen. Das zerpflückt die ganze Waffe in Einzelteile. Könnte ich machen, ich ziehe jetzt die Waffenteile, die wir nicht brauchen, einfach per Hand einmal alle runter. Führt im Endeffekt auf dasselbe drauf hinaus. Aber wir können dann jetzt auch direkt anfangen, die neuen Teile auszuwählen und draufzuziehen. Einmal das Dust-Cover, PT-Lock, der Stock mit hinten dran, ein Pistol Grip, der Handguard und der Muzzle Flash, oder Muzzle Break. Und wir sehen jetzt schon direkt, dass die Waffe bereit ist zum Abgeben bei Mechanik. Es scheint egal zu sein, ob man zusammenklappt oder nicht. Er zeigt es in beiden Fällen an. So ausgeklappt sollte es funktionieren. Ich denke mal, das Magazin scheint nicht zu stören. Ich habe es rausgemacht. Ich würde jetzt einfach mal zur Mechanik schauen. Mechanik, Task. Und wir sehen ganz auf Part 9, wir können die AKS-74N erfolgreich abgeben. Und an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Anregungen, Tipps, Tricks für ganz auf Part 9 gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, ganz auf Part 10. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, eilig auf Grün. Bye, bye.